Habe ich ja schon lange nicht mehr gegessen. Rein wirtschaftsmäßig gesehen. Ja, weil halt heute Eröffnung war. Ja. Also, führt euch. Servus. Halt mal so. Die hat zwar Haare auf die Zähne, aber sonst ist die schwer in Ordnung. Wenn die so weitermacht, dann geht's so aufwärts. Wie viel ist denn schon? Moment mal. Digitalmäßig gesehen? Genau. Halbe eins. Oh mein, da brauche ich mich ja gar nicht mehr hinlegen. Das heißt also, auch nicht mehr heimgehen, oder? Richtig. Du willst nicht einen Heim aufsetzen für die 735 Meter, bis du daheim bist? Ja, die gebe ich gleich Meter. In der Zeit, wo du dein Geld in den depperten Stripteschuppen ausgibst, lass ihn noch ein bisschen grauer, weißt? Sag mal, warum kaufst du eigentlich kein Video? Nachher hast du auch lauter Nackerte und sparst einen Haufen Geld. Video, du Depp, das verstehst du nicht. Ich bin für klare Fronten, verstehst? Ich sitz da unten und zahle Geld für das, dass die drum nackert umeinander tanzen. Dafür kriegen die das Geld. Ja, und deine Frau und deine Kinder? Ja, die sind auch für klare Fronten. Darum gehen sie doch nie mit. Aber das habe ich schon gesehen, für die ist besser, du tust Auto spielen. Vierte. Vierte. Schau nicht so blöd und hilf mir. Ja, gut. Nimmst du unten nicht oben? Ja, gut. Also. Ja. Los! Ja, ich bin ja da. Also, eins, zwei, drei! Wenn's du jetzt lachst. Na, halt zu. Ich lach nicht. Weil, wenn ich nicht will, lach ich nicht. Ich bin Schauspieler. Schauspieler? Ja. Studiere Theaterwissenschaft. Kann eine Horde in anderen vorbeilaufen in Unterhosen? Ich lache nicht, wenn ich nicht will. Also dann. Dann nehme ich jetzt den anderen. Und du machst die Schüttel da weg. Denn wenn ich heute noch einen Gast da drin sehe, dann passiert was. Was passiert denn dann? Dann? Ja, dann. Bestellt er ein Bier. Ja. Man kriegt es. Weil da brauche ich bloß so weit lange. Bestellt er einen Schnaps, kriegt er nicht. Weil da muss ich so weit lange. Und das schaffe ich nicht mehr. Vor allem, wenn ich den jetzt da wegdruck. Ich nehme diesen. Ich möchte mir nur einen Schnaps. So gut kann, weil die Landrichterin des Meidorfs war so gut kann. Was hast du noch vor, Sekunde? Heute? Eigentlich. Du, sag. Das war aber schon nicht vom Graffi, ha? Wenn wir heute die 300 Stein Blaubeeren verschnalzt haben, ha? Psst, voll laut, bist du schon narrisch. Gleich geht's gut, oder? Ja. Du weißt wirklich nicht, was zuerst anfangen soll, ist beim Aufräumen. Damit. Sag mal, was Besseres fällt dir nicht ein, als wir blöd da rumsitzen, oder? Ich hab die ganze Dekoration abgebaut. Ja, ein Schuldel. Gib mal hin. Möchtest du noch was haben, Sie, Klinge? Nein.
Oder doch, jetzt gibst du mir nur einen Schnaps, dann back ich's. Jetzt sagen wir verbloß das nicht. Schick mir auch noch eine. Mir auch. Also eins ist sicher. Sollte nur mehr aushelfen da herin. Mache jede Arbeit, bloß nicht ausschenken. Und meine Arme gar nicht mehr bewegen. Stell's nicht zurück, Sepp. Schenk mir auch noch eine, wenn du schon in der Hand hast. Endlich kommst du mal daher. Komm her. Danke. Wo bist denn du da? Wo warst du denn überhaupt die ganze Zeit? Mein Lieber, du kannst mir vielleicht schon manchmal den letzten nerven. Weißt du, wie spät das ist? Hast du ihn erwischt? Geht gleich. Wo war er? Ja, wo wird er schon gewesen sein? Der, wenn Radl auch nicht auf 100 Meter Sicht, dann hängt er doch schon hinten drauf. Sie aufs Radl und heim, er drauf hinterher. Sie daheim, zack, gleich rein bei der Tür, hoch, Licht aus. Und er steht auf der Straße draußen. Ja, was hätt's denn sonst tun sollen? Die Frau, die arbeitet den ganzen Tag, die ist mir darf noch. Also Vorstellungen habt ihr manchmal. So, da. Da ist er. Sie hat jetzt nicht noch Zeit gehabt bis morgen nach, gell? Nein. Seit der Sache mit dem Kiosk mache ich alles schriftlich. Kind schon. Wenn ich die nicht hätte, kriegen sie. Ja, da hast du schon was. Was ist denn los? Hättest du nicht bis morgen Zeit gehabt? Nein, da ist dein Vertrag. Was für ein Vertrag? Ja, dass du die Würst für mich machst. Und zwar ab morgen da in meiner Wurstkuchel. Und dass deswegen um 3 Pfennig billiger sind. Ja, lies das durch, unterschreib! Scheiß dich, wäre ich da. Wir haben was ausgemacht und das wäre gehalten. Mit Handschlag. Und der ist mehr wert als ein scheiß Papier da. Zumindest bei uns herunten. So war das vor 200 Jahren, vor 100 Jahren, vor 10 Jahren. Heute, morgen und in 1000 Jahren wird es noch genauso sein. Da ein Schlüssel her. Wir brauchen einen Schlüssel fürs Haus und für den Kichfall. Du, wenn ich anfange, dass ich deine Würst mache, dann reißt du nur dreimal in dein Bett um. Um 6 Uhr wirst du aufmachen, oder? Ja, da muss ich jetzt erst einen nachmachen lassen. Ja, dann tu das. Also, bis morgen. Das ist in 3 Stunden. Um 4 Uhr bin ich da und dann ist da sauber da drin. Weil in dem saust du ja aber die nicht. Gute Nacht. Ja, sag mal, wie redet denn der mit mir? So wie es gewohnt ist. Seit 1000 Jahren. Tja, Paula. Beim Fleischer rinnt er wieder andere Wind als wir beim Gemüse. Du hast keinen Kiosk mehr, du musst dir umgehen. Du hast jetzt einen Betrieb. Und das kein kleiner. Und da keinen schlechten nicht, so wie sie das halt angelassen haben. Da kommt der Hafer auf dich zu. Schaffst du allein nimmer. Da brauchst du Angestellte, da brauchst du Bedienung, Koch, da brauchst du Buchhaltung, ganz wichtig. Okay. Oder hast du gemeint, du packst das alles allein? Wie stellst du denn das vor, Fritzi? Ich weiß ja noch gar nicht, wie das läuft und ob das läuft. Und läuft es einmal nicht, dann habe ich auf einmal einen Haufen Leute am Hals. Geschäftsrisiko heißt das, Paula. Geschäftsrisiko. Mm-mm. Das mache ich allein. Da sind auch noch die Gerti und der Sepp und der Hansi. Die müssen auch zugreifen. Na, Hafer, aber das ist das schon. Möchtest du jetzt ins Bett gehen? Mögen da die gern. Aber kennen meine ich da nicht. Helft mir. Rein geschäftlich. Hab ich da schon einmal nicht geholfen, Paula? Hm? So viel zum Anfang. Du brauchst klare Fronten, Paula. Und zwar da herin. Da dafür brauchst du kein Papier nicht. Alle großen Sachen sind ohne Papier, Vertrag oder Gericht gemacht worden. Am Anfang. Schau, darum brauch ich zum Beispiel kein Büro und auch keine Kanzlei nicht. So war das, so lasst man das auch. Oder? Bist schon rum, Fritzi. Ich weiß schon, aber nicht weiter verzeihen. Gute Nacht. Fritzi? Ja? Sag mal, was hast du mir da für einen Schmarrn reingeschrieben?
Da habe ich dir aus der Abendzeitung dein Horoskop für morgen rausgeschrieben. Musst ja wissen, wie der erste Arbeitstag wird. Vierte! Sollten Sie in eine Auseinandersetzung geraten, reagieren Sie ruhig und besonnen. Sie brauchen klare Fronten. Seid solch ein Depp. Und wegen dem Geld, da kommt der Seppi bestimmt zu mir morgen ins Büro rüber. Gell, Seppi? Fährt euch. Ja, aber Sie Glinde! Gib's. Du wolltest doch noch einen Schnaps? Also, ich bin schon so müde, dass ich den ganz vergessen hab. Danke. So müde bist du schon. Ja, und ich mein, den hast du vergessen, oder? Wenn ich die schon sehe, dann vergiss ich alles. Irgendwann einmal mich selber. Jetzt darfst du nicht nur streiten anfangen, so spät in der Nacht. Jetzt gehen wir. Vierte. Vierte euch. So junge Dirndln, die gefallen dir schon narrisch gut, gell? Aber der Splin, der wird dir nur einmal das Knack brechen. So, Paula, jetzt muss ich dir eins sagen. Respekt, sag ich dir, Respekt. Dies war eine Eröffnung, die können Sie sehen lassen. Jetzt musst du nur noch schauen, wie du das da halten kannst. Ab morgen beginnt der Alltag. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Da komm ich her. Heute ist großer Schlachtdruck. Da sind mittlerweile an die 50 Viehhändler drin. Wir fangen um 4 Uhr mit der Arbeit. Gegen 6 Uhr ist die erste Pause. Da bringen bei dir mehr als 100 Leute. Da gebe ich dir jetzt einen Tipp. Geh gleich im Saal auf. Auf einen Schlag. Und in einer halben Stunde wollen die Gießen haben und wieder weg zur Arbeit. Und um 10 Uhr kommen sie noch einmal zum Mittagessen. Da haben die 6 Stunden gearbeitet, wie ein Viecher. Jeder hat Hunger wie ein Wolf. Und einen Haufen Geldbeutel. Erst wird gegessen. Und dann wird gespült bis guter Nachmittag. Mehr. Und um 5 Uhr geht da der Letzte hinaus. Dann hast du Feierabend. Und so geht das jeden Tag. Die Sache hat 2 Vorteile. Du verdienst so viel Geld wie noch nie in deinem Leben. Und du hast Samstag und Sonntag frei. Und noch eins, Paula. Seit Jahren macht dir der Blininger Seppi deine Würst. Er ist mein bester Lohnmetzger. Seit Jahren bei mir angestellt. Was er in seiner Freizeit tut, geht mir nicht so. Aber für heute hat er sich einen Tag Urlaub genommen. Ich nehme an, damit du um 6 Uhr deine Würst hast, Paula. Einmal. Kein zweites Mal. Ausgemacht? Ausgemacht. Gleich für den Anfang, klare Fronten. Wo sie da nichts hat. Bis später. Also, auf geht's, nur keine Müdigkeit vorschützen. In knappe 5 Stunden kommen da über 100 Leute zum Essen. Wenn wir draufhauen, können wir schaffen. Gute 2 Stunden aufräumen, 3 Stunden kochen. Wenn wir alle zusammenhelfen, schaffen wir das auch. Du, Gerti, räumst auf. Der Sepp und der Hans helfen dir beim Muntertragen. Ich tue dabei nur abspülen. Du, Gerti, tust mir vorrichten, ich koch. Und ihr zwei tut alles da herum herrichten, drüben im Saal. Weil mit der Gaststube allein kommen wir nicht aus. Da kommen über 100 Leute. Mittwoch, Großkampftag. Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Doch, der Summerer hat's mir gerade gesagt. Ich rede nicht vom Summerer. Ich rede von deinem Arbeitsplan da. Und angenommen, du schaffst das bis um 6 Uhr, dass alles okay und klar ist. Wie geht denn die Sache weiter, wenn der Laden läuft? Wer bedient, wer ist in der Küche? Also ich muss spätestens um 6 Uhr einen Kiosk aufmachen. Ich muss spätestens um 7 Uhr im Hotel sein. Eigentlich um 7:15 Uhr. Weil eine gescheite Hausdame, die ist immer eine Viertelstunde vor die anderen da. Aha. Nix, aha. Jetzt wird einmal die Sache geklärt, wie es da weitergeht. Und 2 Sachen gleich voraus, Paula. Erstens, und das sage ich dir jetzt zum letzten Mal. Das da, die Freiheit. Das ist ein Riesenlokal. Und das kannst du nicht so führen wie dein Kiosk. Dass dir das ein für alle Mal klar ist.
zum Zweiten. Wir helfen dir gern. Keine Frage. Aber dass das jedes Mal so ausgeht, dass du am vollendete Tatsachen stellst, dass man selber nicht mehr aus kann und keine Wahl mehr hat. Na, also mit mir jedenfalls nicht. Bei einer Sache wie der, da gehören klare Fronten her. Und zwar von Anfang an. Ja, na sag's halt, deine Fronten. Weißt du was, Sepp, wir brauchen da gar nicht mehr lang rumdiskutieren. Wir verlieren bloß unsere kostbare Zeit. Sagst du gleich, du hast keine Lust, dass du mir helfst? Das ist wieder typisch. Gleich macht's auf Beleidigung und schon hat man keine Chance mehr. Ja, geht das nicht rein in deinen niederbayerischen Bauernschädel, dass sich nicht alles um die dreht auf der Welt, dass andere Leute auch noch eine Vorstellung und Wünsche haben? Paula, ich kenn dich jetzt seit 30 Jahren. Ich war der beste Freund von dem Mo. Und seit der gestorben ist, bin ich auch ein bester Freund. Aber ich habe auch noch ein Eigenleben. Bin zwar schon seit 10 Jahren in Rente, aber ich habe einen Haufen Geschäfte zu erledigen. Dass du dich nicht da rennst. Du, für mich ist allein schon der Platzwechsel vom Gemüse rüber zum Fleisch eine schwere seelische Belastung. Ich fange gleich zum Warnen an. Du, keiner weiß besser wie du. Der Hansi und ich, wir sind am Großmarkt aufgewachsen. Und später sind wir für den Großmarkt gefahren. Alles gemeinsam. Und habt ihr ein geschlampertes Leben nicht lassen können? Auch am Großmarkt und auch gemeinsam, selbstverständlich. Langsam müsstest du ihn eigentlich kennen, dein Großmarkt. Während bei ihm im Winter die Füße im Kiosk abgefroren hab, seid ihr 200 Meter weiter im Büros drin geflaggt und habt's mit die Sekretärinnen geschmust. Und dass ich nicht weiß, dass ihr schon da seid, seid ihr hinterher bei der Thalkirchner Seite reingefahren ist. Jetzt ist aber Schluss! Jetzt soll die nächsten 15 Jahre bissen, weil er die vorhergehenden 15 Jahre seine Bratzen nicht von den Weibern weggekriegt hat. Hey, bis hierher und nicht weiter, Paula. Jetzt bist du weit gegangen. Wenn man bei euch die Wahrheit sagt, dann gangert man zweit. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ihr habt so glatt alle einen Vogel, oder was? Du suchst dir doch einfach das schönste Zimmer aus. Da drüben sind die zwei Zimmer von der Mama und da ist ihr Schlafzimmer. Und wo bitte ist mein Zimmer? Dein Zimmer? Jawohl, mein Zimmer. Aber für euch existiere ich ja nicht mehr. Bin ich schon gestorben, oder was? Aber Gerti, ich weiß doch noch gar nicht genau, was ich mache mit der Wohnung. Mit der alten Wohnung. Weißt du was, Mama? Dass der Hansi für dich immer schon mehr wert war, das weiß ich, weil damit bin ich aufgewachsen. Hört aber mal auf mit deinen Übertreibungen, wirklich. Ja. Aber wenigstens fragen hätt's mich können. Wenigstens fragen. Auf Wiederschauen. Da zieht sich auch langsam ein Verfolgungswand zusammen, gell, mit dem Hotel. Aber ich sag dir, das ist kein Wunder da. Bei denen vielen Leuten, ich versteh das. Weißt du was, Mama? Ich hau mir eine halbe Stunde aufs Ohr, oder? Weil dann bin ich frisch und dann helfe ich dir. Halbe Stunde. Gut? Leg dich noch hin. Aber du wächst mich. Ja, aber wirklich, Mama. Gut? Dir los, Sepp? Ja. Was machen wir jetzt? Also, ich bin mein Teil, ich bin gegangen. Wir können es doch jetzt nicht einfach so hängen lassen. Freilich. Weißt du was jetzt? Jetzt fahren wir in den Stadt rein, dann kaufen wir uns einen Kaffee und dann wird uns schon was einfallen, oder? Ja, machen wir. Auf geht's! Ja, um Gottes Willen. Du hast ja nicht eingeschlafen.
Das schafft er nie mehr. Den Saal. Das Essen, die Beilagen. Ja, ja. Was willst denn du da herum? Du bist in der Küche. Alles klar? Da packen wir's. Die Einteilung der Strategie ist wie folgt. Die Gerte bedient im Saal. Der Hansi kümmert sich ums Gemüse. Der Solo und ich, wir bedienen da herin. Jane, dürfte Metzger sein. Nichts anderes. Sag nix. Ich hab nur für klare Fronten gesorgt. Nicht, dass nachher heißt, wir helfen dir nicht. Heute ist Mittwoch. Die Einteilung gilt bis Freitag. Ab nächste Woche hast du eine Bedienung. Ich stehe dir noch genau 6 Wochen zur Verfügung. Dann musst du den Laden im Griff haben. Ausgemacht. Paula, oh Paula, wir fangen jeden Tag von vorne an. Das Einzige, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Ein Wirtschaftsmesser gesehen. Ja, weil halt heute die Eröffnung war. Okay. Also, führt euch. Servus. Halt mal so. Die hat zwar Haare auf die Zähne, aber sonst ist die schwer in Ordnung. Wenn die so weitermacht, dann geht's so aufwärts. Wie viel ist denn schon? Moment mal. Digitalmäßig gesehen? Genau. 12:30. Oh mein, da brauche ich mich ja gar nicht mehr hinlegen. Das heißt also, auch nicht mehr heimgehen, oder? Richtig. Du willst nicht einen Heim aufsetzen für die 735 Meter, bis du daheim bist? Und die gebe ich gleich Meter. In der Zeit, wo du dein Geld in den depperten Stripteschuppen ausgibst, lass ihn noch ein bisschen grauer, weißt? Sag mal, warum kaufst du eigentlich kein Video? Nachher hast du auch lauter Nackerte und sparst einen Haufen Geld. Video, du Depp, das verstehst du nicht. Ich bin für klare Fronten, verstehst? Ich sitze da unten und zahle Geld für das, dass die drum nackert umeinander tanzen. Dafür kriegen die das Geld. Ja, und deine Frau und deine Kinder? Ja, die sind auch für klare Fronten. Darum gehen sie doch nie mit. Aber das habe ich schon gesehen, für die ist besser, du tust Auto spielen. Vierte. Vierte. Hallo?
Oder hast du gemeint, du packst das alles allein? Wie stellst du denn das vor, Fritzi? Hä? Ich weiß ja noch gar nicht, wie das läuft und ob das läuft. Und läuft es einmal nicht, dann habe ich auf einmal einen Haufen Leute am Hals. Geschäftsrisiko heißt das, Paula. Geschäftsrisiko. Das mache ich allein. Da sind auch noch die Gerti und der Sepp und der Hansi. Die müssen auch zugreifen. Na, Haufen Arbeit ist das schon. Möchtest du jetzt ins Bett gehen? Mögen da die gern. Aber kennen meine tue ich nicht. Helft mir. Rein geschäftlich. Hab ich da schon einmal nicht geholfen, Paula? Hm? So viel zum Anfang. Du brauchst klare Fronten, Paula. Und zwar da herin. Da dafür brauchst du kein Papier nicht. Alle großen Sachen sind ohne Papier, Vertrag oder Gericht gemacht worden. Am Anfang. Schau, darum brauche ich zum Beispiel kein Büro und auch keine Kanzlei nicht. So war das, so lasst mir das auch. Oder? Bist schon rum, Fritzi. Ich weiß schon, aber nicht weiter verzeihen. Gute Nacht. Fritzi! Ja? Sag mal, was hast du mir da für einen Schmarrn reingeschrieben? Da hab ich dir aus der Abendzeitung dein Horoskop für morgen rausgeschrieben. Musst ja wissen, wie der erste Arbeitstag wird. Vierte! Sollten Sie in eine Auseinandersetzung geraten, reagieren Sie ruhig und besonnen. Sie brauchen klare Fronten. Seid solch ein Depp. Und wegen dem Geld? Da kommt der Seppi bestimmt zu mir morgen ins Büro rüber. Gell, Seppi? Fährt euch! Ja, aber Sie, also, jetzt schau nicht so blöd und hilf mir. Ja, gut. Nimmst du unten mich um? Ja, gut. Also. Ja. Los! Ja, ich bin ja da. Also, eins, zwei, drei! Wenn's du jetzt lachst. Na, halt zu. Ich lach nicht. Weil, wenn ich nicht will, lach ich nicht. Ich bin Schauspieler. Schauspieler? Ja, studiert Theaterwissenschaft. Kann eine Horde in anderen vorbeilaufenden Unterhosen. Ich lache nicht, wenn ich nicht will. Also dann, dann nehme ich jetzt den anderen. Und du machst die Schüttel da weg. Denn wenn ich heute noch einen Gast da drin sehe, dann passiert was. Was passiert denn dann? Dann? Ja, dann. Bestellt er ein Bier. Ja. Dann kriegt es. Ja. Weil dann brauche ich bloß so weit lange. Bestellt er einen Schnaps. Kriegt er nicht. Weil dann muss ich so weit gelangen. Und das schaffe ich nicht mehr. Vor allem, wenn ich den jetzt da wegtrage. Ich nehme diesen. Ich möchte immer nur einen Schnaps. Wenn ich auf 100 Meter Sicht, dann hängt er doch schon hinten drauf. Du, sie aufs Radl und heim, er trabt hinterher. Sie daheim, zack, gleich rein bei der Tür, hoch, Licht aus. Und er steht auf der Straße draußen. Ja, was hätt's denn sonst tun sollen?
Die Frau, die arbeitet den ganzen Tag, die ist mir auf Nacht. Also Vorstellungen habt ihr manchmal. So, da. Da ist er. Sie hat jetzt nicht noch Zeit gehabt bis morgen Nacht, gell? Nein. Seit der Sache mit dem Kiosk mache ich alles schriftlich. Kind schon. Wenn ich die nicht hätte, kriegt sie. Ja, da hast du schon was. Was ist denn los? Hättest du nicht bis morgen Zeit gehabt? Nein. Da ist dein Vertrag. Was für ein Vertrag? Ja, dass du die Würst für mich machst. Und zwar ab morgen da in meiner Wurstkuchel. Und dass deswegen um 3 Pfennig billiger sind. Ja, lies das durch, unterschreib! Scheiß dich, wäre ich da. Wir haben was ausgemacht und das wäre gehalten. Mit Handschlag. Und der ist mehr wert als ein scheiß Papier da. Zumindest bei uns herunten. So war das vor 200 Jahren, vor 100 Jahren, vor 10 Jahren. Heute, morgen und in 1000 Jahren wird es noch genauso sein. Da ein Schlüssel her. Wir brauchen einen Schlüssel fürs Haus und für die Kirchform. Du, wenn ich anfange, dass ich deine Würst mache, traust du nur dreimal in dein Bett um. Um 6 Uhr musst du aufmachen, oder? Ja, da muss ich jetzt erst einen nachmachen lassen. Ja, dann tu das. Also, bis morgen. Und das ist in 3 Stunden. Um 4 Uhr bin ich da und dann ist da sauber da hören. Weil in dem saust du ja aber die nicht. Gute Nacht. Ja, sag mal, wie redet denn der mit mir? So wie er es gewohnt ist. Seit 1000 Jahren. Tja, Paula. Beim Fleischer rinnt er wieder andere Wind als wir beim Gemüse. Du hast keinen Kiosk mehr, du musst dich umgehen. Du hast jetzt einen Betrieb. Und das kein kleiner. Und da kein schlechten nicht, so wie sie das halt angelassen haben. Da kommt der Hafer auf dich zu. Schaffst du allein nimmer. Da brauchst du Angestellte, da brauchst Bedienung, Koch. Du brauchst eine Buchhaltung, ganz wichtig. Okay. Wissen. Das Jacko sei flung und da wird heu geschmissen. Das Jacko sei flung. Und da wird Zeppels Kirche ist auf davor, weil die Landrichterin Zmeidorf, es war na so gut gekommen, weil die Landrichterin Zmeidorf, es war na so gut gekommen. Was hast du noch vor, Sekunde? Heut? Eigentlich. Du, sag. Das war aber schon nicht vom Graffi, ha? Wenn wir heute die 300 Stein Blaubeeren verschnalzt haben, ha? Voll laut, bist du schon falsch. Gleich geht's gut, oder? Ja. Du weißt wirklich nicht, was zuerst anfangen soll, ist beim Aufräumen. Sag mal, was Besseres fällt dir nicht ein, als wir blöd da rumsitzen, oder? Ich hab die ganze Dekoration abgebaut. Ja, war schuldig. Ich mein hin. Möchtest du noch was haben, Sekling? Nein. Oder doch, jetzt gibst du mir nur einen Schnaps, dann back ich's. Jetzt sagen wir einfach bloß das nicht. Schick mir auch noch eine. Mir auch. Also eins ist sicher. Soll ich dir nur mehr aushelfen, da herin? Mach ich jede Arbeit, bloß nicht ausschenken. Und meine Arme gar nicht mehr bewegen. Stell's nicht zurück, Sepp. Schenk mir auch noch eine, wenn du schon in der Hand hast. Endlich kommst du mal daher. Komm mit her. Danke. Wo bist denn du da? Wo warst du denn überhaupt die ganze Zeit? Mein Lieber, du kannst mir vielleicht schon manchmal die Letzten her. Weißt du, wie spät das ist? Hast du ihn erwischt? Geht gleich. Wo waren? Na, ja, Biersen, weil er die vorhergehenden 15 Jahre seine Bratzen nicht von den Weibern weggekriegt hat. Hey, bis hierher, hey. Weiter, Paula! Jetzt bist du weit gegangen. Wenn man bei euch die Wahrheit sagt, dann gangen wir zweit. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ihr habt so glatt alle einen Vogel, oder was? Du suchst dir doch einfach das schönste Zimmer aus.
Da drüben sind die zwei Zimmer von der Mama und da ist ihr Schlafzimmer. Und wo bitte ist mein Zimmer? Dein Zimmer? Jawohl, mein Zimmer. Aber für euch existiere ich ja nicht mehr. Bin ich schon gestorben, oder was? Aber Gerti, ich weiß doch noch gar nicht genau, was ich mache mit der Wohnung. Mit der alten Wohnung. Weißt du was, Mama? Dass der Hansi für dich immer schon mehr wird. War das weiß ich, weil damit bin ich aufgewachsen. Hört aber mal auf mit deinen Übertreibungen, wirklich. Ja, aber wenigstens fragen jetzt mit Kindern. Wenigstens fragen. Auf Wiederschauen. Da zieht sich auch langsam ein Verfolgungswahn zusammen, gell, mit dem Hotel. Aber ich sag dir, das ist kein Wunder da. Bei denen vielen Leuten, ich verstehe das. Weißt du was, Mama? Ich hau mir eine halbe Stunde aufs Ohr, oder? Weil dann bin ich frisch und dann helfe ich dir. Halbe Stunde. Gut? Leg dich noch hin. Aber du wächst mich. Ja, aber wirklich, Mama. Gut? Hier los, Sepp. Ach. Ja. Was machen wir jetzt? Also, ich bin mein Teil, ich bin gegangen. Wir können es doch jetzt nicht einfach so hängen lassen. Freilich. Was war's jetzt? Jetzt fahren wir in den Stadt rein und dann kaufen wir uns einen Kaffee und dann wird uns schon was einfallen, oder? Ja, machen wir. Was willst denn du da herum? Du bist in der Küche. Alles klar. Dann packen wir's. Die Einteilung der Strategie ist wie folgt. Die Gerte bedient im Saal. Der Hansi kümmert sich ums Gemüse. Der Solo und ich, wir bedienen da herin. Anne, hilft der Metzger sein. Nichts anderes. Sag nix. Ich hab nur für klare Fronten gesagt. Nicht, dass nachher heißt, wir helfen dir nicht. Heute ist Mittwoch. Die Einteilung gilt bis Freitag. Ab nächste Woche hast du eine Bedienung. Ich stehe dir noch genau 6 Wochen zur Verfügung. Dann musst du den Laden im Griff haben. Ausgemacht. Paula, oh Paula, wir fangen jeden Tag von vorne an. Das Einzige, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Thank you.
kick mir auch noch eine. Mir auch. Also eins ist sicher. Sollt ihr nur mehr aushelfen da herin. Mache jede Arbeit, bloß nicht ausschenken. Und meine Arme gar nicht mehr bewegen. Stell's nicht zurück, Sepp. Schenk mir auch noch eine, wenn du das schon in der Hand hast. Endlich kommst du mal daher. Komm mal her. Danke. Was bist denn du da? Zwinge ein Prüfer für mich da. Wo warst du denn überhaupt die ganze Zeit? Mein Lieber. Du kannst mir vielleicht schon manchmal den letzten her. Weißt du, wie spät das ist? Hast du ihn erwischt? Geht gleich. Wo war er? Ja, wo wird er schon gewesen sein? Der, wenn Radl auch nicht auf 100 Meter sicht, dann hängt er doch schon hinten drauf. Sie aufs Radl und warm, er trabt hinterher. Sie daheim, zack, gleich rein bei der Tür, hoch, Licht aus. Und er steht auf der Straße draußen. Ja, was hättest du sonst da sollen? Die Frau, die arbeitet den ganzen Tag, die ist mir der Nacht. Also Vorstellungen habt ihr manchmal. So, da. Da ist er. Seht ihr, nicht noch Zeit gehabt bis morgen nach, gell? Nein. Seit der Sache mit dem Kiosk mache ich alles schriftlich. Kind schon. Wenn ich die nicht hätte, kriegen sie. Ja, da hast du schon was. Was ist denn los? Hättest du es nicht bis morgen Zeit gehabt? Nein, da ist dein Vertrag. Was für ein Vertrag? Ja, dass du die Würst für mich machst. Und zwar ab morgen da in meiner Wurstkuchel. Und dass deswegen um 3 Pfennig billiger sind. Ja, lies das durch und unterschreib. Scheiß dich, wer da. Wir haben was ausgemacht und das wäre gehalten. Mit Handschlag. Und der ist mehr wert, das wäre ein scheiß Papier da. Zumindest bei uns herunten. So war das vor 200 Jahren, vor 100 Jahren, vor 10 Jahren, heute, morgen und in 1000 Jahren wird es noch genauso sein. Da ein Schlüssel her. Ich brauche einen Schlüssel fürs Haus und für Kirchfall. Du, wenn ich anfange, dass ich deine Würst mache, dann traust du nur dreimal in dein Bett um. Um 6 Uhr musst du aufmachen, oder? Ja, da muss ich jetzt erst einen nachmachen lassen. Ja, dann tu das. Also, bis morgen. Und das ist in 3 Stunden. Um 4 Uhr bin ich da und dann ist da sauber da hören. Weil in dem saust du aber die nicht. Gute Nacht. Ja, sag mal, wie redet denn der mit mir? So wie er es gewohnt ist. Seit 1000 Jahren. Ciao, Paula. Beim Fleischer rinnt er wieder andere Wind als beim Gemüse. Du hast keinen Kiosk mehr, du musst dich umgehen. Du hast jetzt einen Betrieb. Und das kein kleiner. Und auch keinen schlechten nicht, so wie sie das halt umlassen haben. Da kommt der Hafer auf dazu. Schaffst du allein nimmer. Da brauchst du Angestellte, da brauchst du Bedienung, Koch. Da brauchst du Buchhaltung, ganz wichtig. Okay. Oder hast du gemeint, du packst das alles allein? Wie stellst du denn das vor, Fritzi? He? Ich weiß ja noch gar nicht, wie das läuft und ob das läuft. Und läuft es einmal nicht, dann habe ich auf einmal einen Haufen Leute am Hals. Geschäftsrisiko heißt das, Paula. Geschäftsrisiko. Das mache ich allein. Da sind auch noch die Gerti und der Sepp und der Hansi. Die müssen auch zugreifen. Ein Haufen Arbeit ist das schon. Möchtest du jetzt ins Bett gehen? Mögen da die gern. Aber kennen meine tue ich nicht. Helft mir. Rein geschäftlich. Hab ich da schon einmal nicht geholfen, Paula? So viel zum Anfang. Du brauchst klare Fronten, Paula. Und zwar da herin. Und dafür brauchst du kein Papier nicht. Alle großen Sachen sind ohne Papier, Vertrag oder Gericht gemacht worden. Am Anfang. Schau, darum brauche ich zum Beispiel kein Büro und auch keine Kanzlei nicht. So war das, so lasst man das auch. Oder? Bist schon rum, Fritzi. Ich weiß schon, aber nicht weiter verzeihen. Gute Nacht. Fritzi! Ja? Sag mal, was hast du mir da für einen Schmarrn reingeschrieben? Da hab ich dir aus der Abendzeitung dein Horoskop für morgen rausgeschrieben. Musst ja wissen, wie der erste Arbeitstag wird. Vierte! Sollten Sie in eine Auseinandersetzung geraten, reagieren Sie ruhig
und besonnen. Sie brauchen klare Fronten. Seid solch ein Depp. Und wegen dem Geld. Da kommt der Seppi bestimmt zu mir morgen ins Büro rüber. Gell, Seppi? Fährt euch. Ja, aber Sie Glinde! Gib's mal. Du wolltest doch noch Schnaps? Also, ich bin schon so müde, dass ich den ganz vergessen hab. Danke. So müde bist du schon. Ja, und den meinen, den hast du vergessen, oder? Wenn ich die schon sehe, dann vergesse ich alles. Irgendwann einmal mich selber. Jetzt darfst du nicht nur streiten anfangen, so spät in der Nacht. Jetzt gehen wir. Vierte. Schon lange nicht mehr gegessen. Rein wirtschaftsmäßig gesehen. Ja, weil halt heute Eröffnung war. Ja. Also, führt euch. Servus. Halt mal so. Die hat zwar Haare auf die Zähne, aber sonst ist die schwer in Ordnung. Wenn die so weitermacht, dann geht's so aufwärts. Wie viel ist denn schon? Moment mal. Digitalmäßig gesehen? Genau. Halbe eins. Oh mein, da brauche ich mich ja gar nicht mehr hinlegen. Das heißt also, auch nicht mehr heimgehen, oder? Richtig. Du willst nicht einen Heim aufsetzen für die 735 Meter, bis du daheim bist? Und die gebe ich gleich Meter. In der Zeit, wo du dein Geld in den depperten Striptease-Schuppen ausgibst, lass ihn noch ein bisschen grauer, weißt? Sag mal, warum kaufst du eigentlich kein Video? Nachher hast du auch lauter Nackerte und sparst einen Haufen Geld. Video, du Depp, das verstehst du nicht. Ich bin für klare Fronten, verstehst? Ich sitz da unten und zahle Geld für das, dass die drum nackt umeinander tanzen. Dafür kriegen die das Geld. Ja, und deine Frau und deine Kinder? Ja, die sind auch für klare Fronten. Darum gängen sie doch nie mit. Aber das habe ich schon gesehen, für die ist es besser, du tust Auto spielen. Vierte. Vierte. Oder hast du gemeint, du packst das alles allein? Wie stellst du denn das vor, Fritzi? He? Ich weiß ja noch gar nicht, wie das läuft und ob das läuft. Und läuft es einmal nicht, dann habe ich auf einmal einen Haufen Leute am Hals. Geschäftsrisiko heißt das, Paula. Geschäftsrisiko. Das mache ich allein. Da sind auch noch die Gerti und der Sepp und der Hansi. Die müssen auch zugreifen. Ein Haufen Arbeit ist das schon. Möchtest du jetzt ins Bett gehen? Mögen da die gern. Aber kennen meine tue ich nicht. Helfst mir? Rein geschäftlich. Hab ich da schon einmal nicht geholfen, Paula? So viel zum Anfang. Du brauchst klare Fronten, Paula. Und zwar da herin. Und dafür brauchst du kein Papier nicht. Alle großen Sachen sind ohne Papier, Vertrag oder Gericht gemacht worden. Am Anfang. Schau, darum brauche ich zum Beispiel kein Büro und auch keine Kanzlei nicht. So war das, so lasst man das auch. Oder? Bist schon rum, Fritzi. Ich weiß schon, aber nicht weiter verzeihen. Gute Nacht. Fritzi! Ja? Sag mal, was hast du mir da für einen Schmarrn reingeschrieben? Da hab ich dir aus der Abendzeitung dein Horoskop für morgen rausgeschrieben. Du musst ja wissen, wie der erste Arbeitstag wird. Vierte! Sollten Sie in eine Auseinandersetzung geraten, reagieren Sie ruhig und besonnen. Sie brauchen klare Fronten. Seid solch ein Depp. Und wegen dem Geld, da kommt der Seppi bestimmt zu mir morgen ins Büro rüber. Gell, Seppi? Fährt euch.
Ja, aber Sie, Glinde! Also, schau nicht so blöd und hilf mir. Ja, gut. Nimmst du unten mich um? Ja, gut. Also. Ja. Los! Ja, ich bin ja da. Also, eins, zwei, drei! Wenn du jetzt lachst. Na, halt schon. Ich lach nicht. Weil, wenn ich nicht will, lache ich nicht. Ich bin Schauspieler. Schauspieler? Ja. Studiere Theaterwissenschaft. Kann eine Horde Nonnen vorbeilaufen in Unterhosen? Ich lache nicht, wenn ich nicht will. Also dann. Dann nehme ich jetzt den anderen. Und du machst die Schüttel da weg. Denn wenn ich heute noch einen Gast da drin sehe, dann passiert was. Was passiert denn dann? Dann? Ja, dann. Bestell dir ein Bier. Ja. Dann kriegt es. Weil da brauche ich bloß so weit lange. Bestell dir einen Schnaps. Kriegt er nicht. Weil dann muss ich so weit lange. Und das schaffe ich nicht mehr. Vor allem, wenn ich den jetzt da wegtrage. Ich nehme diesen. Ich möchte nehmen nur einen Schnaps. Ihr Teich. So junge Dirndl, die gefallen dir schon narrisch gut, gell? Aber der ist blind. Der wird dir nur einmal das Knack brechen. So, Paula. Jetzt muss ich dir eins sagen. Respekt, sag ich dir, Respekt. Das war eine Eröffnung, die können Sie sehen lassen. Jetzt musst du nur noch schauen, wie du das da halten kannst. Ab morgen beginnt der Alltag. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Da komm ich her. Heute ist großer Schlachtdruck. Da sind mittlerweile an die 50 Viehhändler drin. Wir fangen um 4 Uhr mit der Arbeit. Gegen 6 Uhr ist die erste Pause. Da bringen bei dir mehr als 100 Leute. Da gib ich dir jetzt einen Tipp. Geh gleich im Saal auf. Auf einen Schlag. Und in einer halben Stunde wollen die gießen haben und wieder weg zur Arbeit. Und um 10 Uhr gehen wir es nochmal zum Mittagessen. Da haben die 6 Stunden gearbeitet, wie ein Viecher. Jeder hat Hunger wie ein Wolf. Und ein Haufen geht mir das. Erst wird gegessen. Und dann wird gespült bis guter Nachmittag. Mehr. Und um 5 Uhr geht da der Letzte hinaus. Dann hast du Feierabend. Und so geht das jeden Tag. Die Sache hat zwei Vorteile. Du verdienst so viel Geld wie noch nie in deinem Leben. Und du hast Samstag und Sonntag frei. Und noch eins, Paula. Seit Jahren macht dir der Blininger Seppi deine Würst. Der ist mein bester Lohnmetzger. Seit Jahren bei mir angestellt. Was er in seiner Freizeit tut, geht mir nicht so. Aber für heute hat er sich einen Tag Urlaub genommen. Ich nehm an, damit du um 6 Uhr deine Würst hast, Paula. Einmal. Kein zweites Mal. Ausgemacht? Ausgemacht. Gleich für den Anfang, klare Fronten. Wo sie da nichts hat. Bis später. Also, auf geht's. Nur keine Müdigkeit vorschützen. In knappe 5 Stunden kommen da über 100 Leute zum Essen. Wenn wir draufhauen, können wir es schaffen. Gute 2 Stunden aufräumen, 3 Stunden kochen. Wenn wir alle zusammenhelfen, schaffen wir das auch. Du, Gerti, räumst auf. Der Sepp und der Hans helfen dir beim Muntertragen. Ich tue dabei nur abspülen. Du, Gerti, tust mir vorrichten, ich koch. Und ihr zwei, die jetzt alles da herum herrichten, drüben im Saal, weil mit der Gast schon mal kommen wir morgen nicht aus. Da kommen über 100 Leute. Mittwoch, Großkampftag. Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Doch.
Der Summerer hat's mir gerade gesagt. Ich rede nicht vom Summerer. Ich rede von deinem Arbeitsplan da. Und angenommen, du schaffst das bis um 6 Uhr, dass alles okay und klar ist. Wie geht denn die Sache weiter, wenn der Laden läuft? Wer bedient, wer ist in der Küche? Also ich muss spätestens um 6 Uhr einen Kiosk aufmachen. Ich muss spätestens um 7 Uhr im Hotel sein. Eigentlich um 7:15 Uhr. Weil eine gescheite Hausdame, die ist immer eine Viertelstunde vor die anderen da. Aha. Nix aha. Jetzt wird einmal die Sache geklärt, wie es da weitergeht. Und zwei Sachen gleich voraus, Paula. Erstens, und das sage ich dir jetzt zum letzten Mal. Das da, die Freiheit. Das ist ein Riesenlokal. Und das kannst du nicht so führen wie dein Kiosk. Dass dir das ein für alle Mal klar ist. Zum Zweiten, wir helfen dir gern. Keine Frage. Aber dass das jedes Mal so hinausgeht, dass du einfach vollendete Tatsachen stellst, dass man selber nicht mehr aus kann und keine Wahl mehr hat. Na, also mit mir jedenfalls nicht. Bei einer Sache wie der, da gehören klare Fronten her, und zwar von Anfang an. Ja, na sag's halt, deine Fronten. Weißt du was, Sepp, wir brauchen da gar nicht mehr lang rumdiskutieren, wir verlieren bloß unsere kostbare Zeit. Sagst du gleich, du hast keine Lust, dass du mir helfst? Das ist wieder typisch. Gleich macht's auf Beleidigung und schon hat man keine Chance mehr. Ja, geht das nicht rein in deinen niederbayerischen Bauernschädel, dass sich nicht alles um die dreht auf dieser Welt, dass andere Leute auch noch eine Vorstellung und Wünsche haben? Paula, ich kenn dich jetzt seit 30 Jahren. Ich war der beste Freund von deinem Mo. Und seit der gestorben ist, bin ich auch ein bester Freund. Aber ich habe auch noch ein Eigenleben. Bin zwar schon seit 10 Jahren in Rente, aber ich habe einen Haufen Geschäfte zu erledigen. Dass du dich fein nicht rennst. Du, für mich ist allein schon der Platzwechsel vom Gmirst rüber zum Fleisch eine schwere seelische Belastung. Ich fange gleich zum Wohnen an. Du, keiner weiß besser wie du. Der Hansi und ich, wir sind am Großmarkt aufgewachsen. Und später sind wir für den Großmarkt gefahren. Alles gemeinsam. Und habt ihr ein geschlampertes Leben nicht lassen können? Auch am Großmarkt und auch gemeinsam, selbstverständlich. Langsam müsstest du ihn eigentlich kennen, dein Großmarkt. Während bei ihm im Winter die Füße im Kiosk abgefroren hab, seid ihr 200 Meter weiter im Büros drin geflaggt und habt's mit die Sekretärinnen geschmust. Und dass ihr nicht weiß, dass ihr schon da seid, seid ihr hinterher bei der Thalkirchner Seite reingefahren ist. Jetzt ist aber Schluss! Jetzt soll die nächsten 15... Ein Wirtschaftswesen gesehen. Ja, weil halt heute die Eröffnung war. Ja. Also, führt euch. Servus. Halt mal so. Die hat zwar Haare auf die Zähne, aber sonst ist die schwer in Ordnung. Wenn die so weitermacht, dann geht's so aufwärts. Wie viel ist denn schon? Moment mal. Digitalmäßig gesehen? Genau. 12:30. Oh mein, da brauche ich mich ja gar nicht mehr hin. Das heißt also, auch nicht mehr heimgehen, oder? Richtig. Du willst nicht einen Heim aufsetzen für die 735 Meter, bis du daheim bist? Die gebe ich gleich Meter. In der Zeit, wo du dein Geld in den depperten Stripteschuppen ausgibst, lass ihn noch ein bisschen grauer, weißt? Sag mal, warum kaufst du eigentlich kein Video? Nachher hast du auch lauter Nackerte und sparst einen Haufen Geld. Video, du Depp, das verstehst du nicht. Ich bin für klare Fronten, verstehst? Ich sitz da unten und zahle Geld für das, dass die drum nackert umeinander tanzen. Dafür kriegen die das Geld. Ja, und deine Frau und deine Kinder? Ja, die sind auch für klare Fronten. Darum gehen sie doch nie mit. Aber das habe ich schon gesehen, für die ist besser, du tust Auto spielen. Vierte. Vierte. Mhm.
Seid schau nicht so blöd und ruf mir. Ja, gut. Nimmst du unten mich um? Ja, gut. Also. Ja. Na los! Ja, ich bin ja da. Also, eins, zwei, drei! Wenn du jetzt lachst. Na, halt zu. Ich lach nicht. Weil, wenn ich nicht will, lach ich nicht. Ich bin Schauspieler. Schauspieler? Ja. Studiere Theaterwissenschaft. Kann eine Horde in einem vorbeilaufenden Unterhosen. Ich lache nicht. Wenn ich nicht will. Also dann. Dann nehme ich jetzt den anderen. Und du machst die Schüttel da weg. Denn wenn ich halt noch einen Gast da drin sehe, na, passiert was. Was passiert denn dann? Dann? Ja, dann. Bestellt er ein Bier. Ja. Dann kriegt es. Ja. Weil dann brauche ich bloß so weit lange. Bestellt er einen Schnaps. Kriegt er nicht. Weil dann muss ich so weit lange. Und das schaffe ich nicht mehr. Vor allem, wenn ich den jetzt da wegtrage. Ich nehme diesen. Ich möchte mir nur einen Schnaps. So gut gekommen, weil die Landrichterin des Meidorfs war so gut gekommen. Was hast du noch vor, Sekunde? Heut? Eigentlich. Du, sag. Das war aber schon nicht vom Graffi, ha? Wenn man halt die 300 Steine glaubt, einfach verschnäuzt am Haar. Laut, bist du schon narrisch. Reicht jetzt gut, oder? Ja. Du weißt wirklich nicht, was du zuerst anfangen sollst beim Aufräumen. Damit. Sag mal, was Besseres fällt dir nicht ein, als wir blöd da rumsitzen, oder? Ich hab die ganze Dekoration abgebaut. Ja, war schuldig. Gib mal hin. Möchtest du noch was haben, Sekling? Nein. Oder doch, jetzt gibst du mir nur einen Schnaps, dann backe ich.